Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von OrgaTV. Ihr werdet euch sicher wundern, warum ich jetzt schon wieder hier stehe, weil eigentlich ist unser Team ja schon mit unserem Projekt hier am Ende sozusagen, weil das Semester rum ist. Aber wir haben die Aufgabe noch bekommen, eine weitere Sendung vorzuproduzieren für das neue Team, das jetzt im kommenden Semester OrgaTV machen wird. Und deswegen moderiere ich das Ganze heute nochmal. Ein Ausblick für heute, also wir werden hauptsächlich über den Medientag berichten, den wir am letzten Mittwoch des letzten Semesters halt hatten. Das war ja, wir hatten ja keine Sendung, sondern halt den Medientag im Kino 8,5 in Saarbrücken. Und da werden wir ein bisschen drüber berichten. Es ging ja hauptsächlich um Generation Z, Generation Z in verschiedenen Ländern, im Saarland, den Tagesablauf von Generation Z und auch das große Thema der Zersparung an der UdS. Da hatten wir ja auch einen Beitrag drüber gemacht beim Medientag und da werden wir heute noch ein paar Eindrücke zeigen. Außerdem habe ich noch einen Studiogast hier, den André, der dieses Jahr bei den UMP dann war, der war auch hier schon in der Sendung gewesen und der nächstes Jahr OrgaTV für Fortgeschrittene machen wird, also die Sendung halt, wie wir das hier immer gemacht hatten. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Medientag. Also wie gesagt, es ging um das Hauptthema Generation Z und da hat die Yvette, die im Lehrstuhl arbeitet, einen kleinen Film drüber gemacht mit verschiedenen Bildern, die die Generation Z vorstellen soll sozusagen, damit man mal weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Und das waren alles Bilder von den Eichhörnchenfunken von HR Communication Media Management im Sommersemester 2014. Und da schauen wir jetzt mal rein, was die Generation Z so ist.
So, und jetzt haben wir mal einen kurzen Eindruck gehabt, oder, oh scheiße, das schneiden wir raus, Moment. So, und jetzt haben wir mal einen kurzen Eindruck gesehen, was die Generation Z so ausmacht, was das ist. Und ja, jetzt habe ich auch schon einen Studiogast hier, den André. Hi. Hi, hallo. Du warst ja schon mal bei uns in der Sendung, du hast ja die, oder du warst ja bei den ÖMP Kids dieses Jahr. Ja. Aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, ja, für klar. Die, die Sendung nicht gesehen haben. Klar, ich bin André, ich bin 25, mache mein Masterstudium hier seit einem Jahr und ja, ich war letztes Semester bei den ÖMP Kids dabei, da haben wir schon ein Video gedreht und ich mache nächstes Semester bei dem Multimedia-Praktikum Advanced mit und ja, freue mich schon auf nächstes Semester. Okay, ja, und du hattest das Praktikum, also das Multimedia-Praktikum im Bachelor sozusagen, oder? Was genau. Eigentlich für ein Bachelor ist, ja jetzt gemacht. Ja, obwohl genau. Du keine Punkte und nichts dafür bekommen hast, ne? Ja, also ich habe das Übung dann, oder? Als Voraussetzung gemacht und also ich interessiere mich sehr für den Bereich. Ich kann mir auch vorstellen, später mal im Beruf in den Bereich Medien zu gehen und versuche da alles mitzunehmen, was ich kann. Ja. Ja, ist ja auch gut. Die Erfahrung, die man hier sammeln kann und die, ja, was man hier lernen kann, ist ganz gut. Ja. ja, was hat dir denn so am besten eigentlich gefallen jetzt? Bei dem Praktikum. Ja. Also ich fand das Schneiden sehr cool, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber ja, wenn man dann am Ende zufrieden ist, der Film wird auch gleich gezeigt, ja, dann macht das schon sehr viel Spaß, obwohl es sehr viel Detailarbeit ist und dann Musik auch noch dazu, passend schneiden, ja, und das Schauspieler macht mir eben auch Spaß. Ja, das halt, es gibt halt sehr viele Aspekte, die dann mit reinlaufen und ja. Ja, da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen die Moderation übernehmen hier. Ja. Habt ihr da schon irgendwie was zugeteilt? Oder? Also bis jetzt noch nicht. Also wir haben, Lukas und ich, haben ein paar Projekte schon im Kopf, was wir machen wollen. Und ja, aber lasst euch überraschen dann. Okay, gut. Ja, und zu dem Film jetzt, um was ging es denn da, den ihr da geschnitten habt oder gefilmt habt, geschnitten und so weiter? Genau, also wir waren 6 Leute und wir haben einen Film gedreht über die Generation Z, was ja momentan das Thema ist, und haben dann verschiedene Impressionen eingefangen. Wir haben Rennfahrer, wir haben einen Sportler für Olympia, wir waren beim Lernen, morgens nach dem Feiern. Also wir haben alles drin und das war halt unser erster Film, den wir je gedreht haben. Und wir waren aber trotzdem relativ stolz, was dann am Ende rauskam. Mhm. Ja, und den haben wir ja auch am Medientag gesehen. Genau. Es ging ja um den Tagesablauf, also ihr hattet morgens. Und es gab noch die anderen beiden Gruppen, die mittags und abends hatten, ne? Wie Generation Z an jeweils genau, den Tag. Genau, damit man so einen ganzen Einblick halt von dem ganzen Tag hatte. Und ja, wir waren 3 Gruppen und wir hatten das Thema morgens um 8. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Film rein und gucken, was die Generation Z so am Morgen macht. Ja. Oh.
denn das Wort hier? Esteem-Needs, habe ich ja noch nie gehört. Warte mal, komm, wir gucken gerade im Lexikon nach. Also, nee, wir googeln das, es geht schneller. So, jetzt haben wir ja den Film gesehen, wie die Generation Z morgen so macht, was sie da so treibt, was sie so macht. Und mir hat der Film gut gefallen, weil man auch gesehen hat, dass es, oder weil es halt gegen die Stereotype auch von der Generation Z irgendwie ging, ne? Dass man halt gesehen hat, dass man die nicht alle über einen Kamm scheren kann, dass die nicht alle gleich sind, dass man die ja so faul ist und morgens um 8 Uhr noch im Bett liegt, ne? Ja, richtig. Also wir wollten halt so ein paar verschiedene Eindrücke zeigen und ja, einfach die Generation von ein paar Blickwinkeln zeigen, so dass halt so ein Allround-Blick darüber bekommt. Ja. Und die anderen Filme, also von den anderen Gruppen jetzt von den ÜMPlern, mittags, was war das so für ein Film jetzt gewesen? Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick mal geben, was die Generation Z mittags so macht? Mittags, das war glaube ich der Film mit den Fahrrädern, ne? Mhm. Genau, das war, ja, was war da? Da waren die in der Bar, glaube ich, am Markt und haben sich dort getroffen und sind dann noch mit den Fahrrädern, mit diesen, wie heißen diese alten Fahrräder nochmal? Diese alten Strandbikes. Ja. Und genau, das war das Team vom Mittags und Abends. Und die haben noch ein Deathmatch-Video gemacht. Genau, ein Deathmatch-Video. Und abends war dann noch, ja genau, so eine Mädelstruppe, glaube ich 6, 7 Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die haben sich dann auch verabredet abends, ja, nach dem Lernen dann auch am Markt was trinken zu gehen. Genau, ja. Und das waren ja auch ganz verschiedene Typen dann, ne? Also der eine genau. Hat dann auch ewig gechillt, bis sie sich schon fast getroffen haben. Einer hat einen halben Schrank ausgeräumt, bis er noch was zum Anziehen gefunden hat und richtig. So weiter. Ja. Ja, also insgesamt war der Medientag eine gelungene Veranstaltung, finde ich. Und ja. Man hat viele Eindrücke bekommen, auch von den Seminarleuten und den Abschluss oder denen, die Abschlussarbeiten geschrieben haben. Die hatten ja Vorträge, also PowerPoint-Präsentationen über Generation Z in verschiedenen Ländern. Und auch im Saarland. Genau. Ja. Und wie sieht es jetzt nächstes Jahr aus? Da ist, glaube ich, auch irgendwas geplant. Entweder nochmal Richtung Medientag oder eventuell sogar Filmfestival, sowas wie die Cannes-Rolle, die ja hier angeboten wird an der Uni. Genau, also der Herr Scholz hatte sowas schon angekündigt beim Medientag, dass bei uns nochmal sowas Ähnliches geben wird. Und ja, da werden alle Sachen vom ganzen Semester nochmal vorgestellt. Und ja, meistens dann auch in Medienform oder in Filmen. Und ja, ich glaube, da soll sogar dann mehrere Filme von den ganzen letzten Jahren nochmal gezeigt werden und dann so eine richtige Preisvergabe auch mit Voting und so stattfinden. Ja. Cool, da bin ich mal gespannt. Ja. ja, und sonst mit dem Team habt ihr da jetzt, also du hast eben gesagt, ein Teammitglied kennst du schon, aber... Genau, das ist der Lukas, den kenne ich schon vom letzten Semester, der ist bei mir im Semester im Master. Ja. Und wir haben uns zusammen hier angemeldet, er ist auch Fotograf und hat da schon ein bisschen Erfahrung und ja, wir hoffen, dass wir da was Gutes leisten können nächstes Semester. Und eine Person kommt noch dazu, aber die steht auch nicht ganz fest oder wir wissen noch nicht, wer das ist. Ihr wisst noch nicht, okay. Ja. Ja, ansonsten nochmal kurz zurück zum Medientag. Wir würden mal gerne noch ein paar Eindrücke zeigen, jetzt allgemein vom Medientag. Also jetzt habt ihr ja schon zwei Filme gesehen, den einen über Generation Z allgemein von der Yvette und den einen vom Tagesablauf, den ihr gemacht habt. Genau. Und ja, jetzt haben wir noch mit ein paar Kameras halt so ein paar Eindrücke eingefangen von der Veranstaltung selber. Und da gucken wir jetzt auch mal noch kurz rein. Hauptthema Generation Z, warum und warum überhaupt der Medientag? Dazu würde ich jetzt gerne Professor Scholz auf die Bühne bitten. Also heute, warum ich hier sitze.
Das ist vielleicht die letzte Frage. Also für alle, die nicht kennen, das ist Professor Dr. Uwe Eisenbeiß. Wir haben das ja vor vielen Jahren hier in diesem Kino begonnen. Ich glaube, 2001 haben wir zum ersten Mal den Medientag veranstaltet, damals noch auf den Saarterrassen. Richtig, das war der erste. In diesem leuchtenden Würfelgebäude. Von mir nur kurz zwei, drei Sachen. Also die Tradition ist, dass ich eigentlich normalerweise unten sitze. Nur die Chance wollte ich nicht entgehen lassen, ihn hier als Ehrengast zu begrüßen. Und wollte wirklich zwei, drei Sätze noch dazu sagen, zu dieser Generation Z-Thematik. Da haben wir jetzt viele Studenten vieles durchlitten, durch Forschung mäßig. Das ist ja jetzt fast unsere eigene Generation Z, die wir hier haben. Es ist nicht so, dass man als Forscher sich genau überlegt, was man wann, wo, wie, warum forscht. Alles so ein Mythos, dass man als Forscher sich hingeht und überlegt, nächstes Jahr forsche ich das, übernächstes Jahr das. Manchmal kommen Themen. Und meistens kommen Themen, die dann auch schnell wieder weg sind, nach dem Motto, war schnell da und war dann wieder weg. Und dieses Generation Z-Thema ist gekommen vor ein paar Jahren, so ähnlich wie unsere kleine Katze, die heißt Frodo. Und die ist in irgendeinem Winter mal plötzlich da gesessen. Also vor dem Haus, im Schnee, saß so eine kleine Katze und wollte plötzlich rein. Und hat dann Besitz ergriffen von allen, die alle dazugehören, und hat auf diese Art und Weise Besitz ergriffen. Und das Gleiche ist das Thema Generation Z. Wir hatten noch vor einem Jahr viele Themen, und inzwischen sind wir fast ein nur noch Generation Z-Lehrstuhl, sodass ein paar Studenten schon gesagt haben, gibt es auch noch andere Themen außer Generation Z? Ja, die gibt es. Nur ist halt Generation Z zurzeit ein Thema, wo wir an der Uni wirklich nicht an Führung sind, aber anders sind als das, was andere zurzeit denken. Und ich glaube, wir legen hier einen Grundstein zu etwas, wo wir in den nächsten Jahren viel wirklich sehen werden. Und gerade die Idee, dass wir das jetzt auch wirklich multimedial machen, dass wir versuchen, Filme davon zu machen, das ändert es anders, als was es früher gemacht hat. Und so gesehen, das werden wir heute sehen. Tolle Forschungsprojekte, Kompliment an alle Studenten, die da mitgemacht haben. Tolle Filme, Kompliment an OrgTV. Ja, das ist alles, was ich tun kann. Jetzt sind Sie dran. Okay, tschüss. Ja, wie sieht diese Situation aus Ihrer Sicht aus zurzeit? Zurzeit immer noch schwierig. Ich glaube, dass wir immer noch nicht genug angehört werden und dass es einfach ein Grundproblem ist an der Uni, dass die Entscheidungen nicht demokratisch legitimiert werden, sondern dass entschieden wird und wir müssen uns dann mit der Entscheidung halt abfinden. Und das kann nicht funktionieren so. Ja. Ich glaube auch der Punkt, gerade diese Idee, wer entscheidet, was ist Demokratie, das scheint ja wirklich das Problem zu sein. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Es kam ja zwischendrin so eine Kleinigkeit, die Fakultäten werden umgebaut. Das hat nicht sehr viel mit Kosteneinsparen zu tun, das haben wir gehört, das kostet sogar viel Geld. Und es gibt ein Dokument aus dem letzten Semester, ein kleines Dokument, das ich sehr für bemerkenswert halte. Ich vermute, Sie haben die Post auch gekriegt. Eine kleine E-Mail vom Präsidium. Nach Anhörung des Senates stellen wir Ihnen fest, die Fakultäten werden neu gegliedert. Ja, und dann war das Amtsblatt drinnen, wo also genau drin stand, wie das jetzt aussieht. Es stand drin, wann die neuen Wahlen stattfinden und so weiter. Die Anhörung des Senats bestand darin, dass der Präsident kurz erzählt hat, wie er sich das vorstellt und im Senat auch mehrere dagegen gestimmt haben, nach dem Motto, so wollen wir es nicht. Das heißt, die Entscheidung, dass verschiedene Fakultäten einfach umgebaut werden und für all diejenigen, die jetzt also quasi nicht so ganz vertraut sind mit Uni, Fakultäten sind die zentralen Organe einer Universität. Und die werden einfach umgebaut, zusammengelegt, anders strukturiert. Das sind Outtakes. Outtakes. Claudia, fällt nun der schwere Druck von dir ab?
So, also ich kann jetzt nur noch mal sagen, es war wirklich eine gelungene Veranstaltung, hat Spaß gemacht, das auch zu organisieren und auch zu moderieren, kann ich jetzt von meiner Seite aus sagen. Und ja, da wünsche ich dem neuen Team fürs neue Semester ganz viel Spaß dabei, hier Danke. Die ganzen Filme zu produzieren, die Sendung zu machen. Es wird alles bestimmt stressig werden, aber es macht auch Spaß. Und man kann gute Noten sammeln. Ja, danke erstmal an euch, an euer Team. Ja, wir freuen uns nächstes Semester, das zu machen. Und das ist auch eine große Verantwortung, die ganzen Live-Sendungen. Und ja, wir freuen uns dann immer, wenn ihr 18 Uhr jeden Mittwoch einschaltet bei uns in der Show. Und dann wahrscheinlich auch mit euch mal als Studiogast. Gut, also dann bis irgendwann, bis nächstes Semester, wenn ich als Studiogast eingeladen werde. Genau. Ja. Gut, viel Spaß.